Ich bin kein Noob, bin COD. Bei mir stimmt immer DKD. NSMC mit langen Lauf und auch das C4 darf nicht fehlen. 23er Gunstreak ist am Start, alles läuft wie nach Plan. Auf zum Gegnerspawn, ein paar Kills abholen, ich bin schon so nah dran. Ach, dann killt mich ein Camper, hockt da mit seinem Einsatzschild, fühlt sich unbesiegbar, sein bester Freund ist. Die Claymore und auch das Trophy-System. Er hat keinen Plan, kein Aim, kein Skill. Er will einfach im Spawn chillen. Elsat am Start, die Smurf parat. Und so hofft er auf ein Blutbad. Scheißt auf sein ganzes Team, keiner spielt gern mit ihm, denn er hält alle nur auf. Er muss sich eingestehen, aus diesem Spiel zu gehen. Keiner hält ihn länger aus. Er ist nun mal ein Camper, hockt da mit seinem Einsatzschild, fühlt sich unbesiegbar. Sein bester Freund ist die Claymore. Wünschen ihm ein Schädelbruch, verwirrt von seinem Schwein. Ganzen Hass auf sich, vor Hässlichkeit schützt er sein Drecksgesicht. Denkt nach und dann fragt er sich: Das Leben kann doch so schön sein, ohne irgendein Camperschwein. Chill dein Leben und sei dabei, wenn es wieder heißt, Feuer frei. Denn alle Leute rushen gern, du brauchst dich von uns nicht entfernen. Komm und rush doch einfach mit. Langsam weiß er jetzt auch, dass er was Neues braucht. So kann es nicht weitergehen. Also kämpft er mit der Sniper, so spielt er einfach weiter. Auch sein Team findet es nicht okay, Camper.